Paketdienstleister ich habe ein Paket bestellt und ganz normales Paket 20 maler Buch. Gut, das sind 4,4 Kilo, äh, ist nicht ganz lieb, aber soll ich die haben das mit UPS verschickt. Und das ist ärgerlich. Das ist nämlich sehr ärgerlich. Und mir geht das jetzt schon so auf den Senkel. Dass ich mir dachte, habe, ich mache jetzt einen Rant. So, was Was, was gibt es heute alles zu sagen? Erste UPS-Erfahrung in meiner neuen Wohnung. In der alten Wohnung, war es noch ganz okay. Ähm, da sind sie gekommen, weil da gab es einen Aufzug. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Äh, aber das ist auch nicht immer gewesen. Manchmal ist es in der Box davor gelandet. Aber die war ja gleich drinnen. Und ich habe selten was bestellt dort. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das dort genauso ein Problem. Und jetzt in der neuen Wohnung habe ich Festplatten bestellt. 8 Terabyte Festplatten. Also nicht wenig Geld. Gute, was wäre es gewesen, sein 600 Euro. Und haben gedacht, Juhu, ich kriege das jetzt zugestellt. Weil das ist ein teures Paket. Das hätte ich, hätt ich ganz gerne an die Haustür gebracht. Na, UPS hat es ein, ähm, an eine Abholbox geliefert. Jetzt, jetzt könnt ihr euch vorstellen, so eine Festplatte ist nicht leicht. Ich glaube, das war ein 2,5-3-Kilo-Paket, irgendwie sowas. Und die Abholbox war da hinten irgendwo, äh, gute, guten Kilometer entfernt. Ich kann das denen nicht übel nehmen. Ich kann den UPS-Zustellleuten das nicht übernehmen unter den äh, DPT-Zustellleuten. Ich meine, die Post schafft Ich weiß nicht, die, die Post liefern. Die kommen mit dem Paket her. Oder geben es zumindest in die Apple die wir unten haben. Ähm, aber sie läuten zumindest an, wenn die Apple Box voll ist. Und dann geht es halt an die Postzentrale. Ist mir auch wurscht. Ist mir auch recht. Sollen es Genau, mein erstes Erlebnis mit, mit UPS waren die Festplatten. Also gehe ich zu meiner Apple Box hin und ich habe keinen Code bekommen. Und das war natürlich ein bisschen unpraktisch. Also habe ich bei UPS angerufen. Ich habe gedacht, zuerst mal holt das mit der, mit der Sendungsverfolgungsnummer ab. Nein. Also rufe ich bei UPS an, gebe denen meine... Meine Bestellnummer, die sagen ja, da müsste sie bei MyFlexbox anrufen. Die, stellen, die, die erzeugen die Codes. Also gehe ich zu MyFlexbox, rufe ich dort an, knapp vor der Lustzeit, die war natürlich sehr begeistert. Und die haben gesagt ja, da kriegen sie einen Code mit der Bestellnummer. Und ich habe meinen Code per E-Mail bekommen oder per SMS bekommen, irgendwie so. Also habe es abholen können, habe ich mir gedacht. Das ging an eine andere Adresse. Statt 21 ging es an 12. Das Paket, das ich abgeholt habe, ging an irgendwen. Und das war einfach das falsche Paket. Also, erst einmal mit UPS diskutieren: Ja, ich habe ein falsches Paket. Was meinst du, ich habe ein falsches Paket bekommen? Nein, das ist nicht mein Paket. Okay. Das haben sie dann abgeholt. Da ist, jemand, da ist tatsächlich jemand zu mir gekommen und hat das Paket geholt. Und. Das andere Paket ist, war verschollen für eine Zeit. Ich habe zwei, drei solche Zettel bekommen von UPS und dann irgendwann äh, habe ich die Benachrichtigung gekriegt. Ja, wir haben Ihr Paket in der Abholbox verinterlegt, hier ist der Code. Das hat glaube ich drei Tage gedauert. Und das ist natürlich ein bisschen, bisschen zart, wenn man irgendwie ein falsches Paket bekommt, wenn man eigentlich eine, eine sehr teure Lieferung erwartet und die dann auch noch in einer Abholbox liegt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich vertraue den Apple-Boxen nicht so viel, dass ich da meine, meine teuren Pakete reingebe. Aber wurscht. Soll sein. Dann, GPT-Bestellung. Ein Prozessor, vor ein paar Tagen, in einer Woche, haben nicht angeläutert. Ich habe die, 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 die verfolgt, die sind kommen, waren bei meiner Wohnung. Es hat nie wer angeläutert. Nicht angetroffen. Aber wie gesagt, die kriegen nicht genug gezahlt, dass sie sich zu rumscheren. Also ist recht. Ich habe also mein tolles Paket nicht kriegt Als musste ich zu der Tamburi-Box. Die war ganz lang näher, die ist ca. 500 Meter von mir entfernt und das Ding wiegt ja nichts, das ist ein Prozessor. Also bin ich zu dieser Box gegangen. DPD verschickt Codes. Den habe ich bekommen. Also zur Tamburi-Box habe meinen Code einscannen wollen. Der Touchscreen war kaputt, hat einfach nicht reagiert. Also bei Tamburi angerufen. ja, die, das wird repariert. Okay. Also kann ich mein Paket heute halt nicht abholen? Auch toll. Also jetzt habe ich mein UPS-Paket nicht bekommen in einer Abholbox mit keinem Code. Dann habe ich mein DPD-Paket bekommen mit einem Code in einer Apple-Box. Aber der Code, der Code kann ich nicht einscannen. Und heute, also eigentlich gestern, zwei Leute sind bei mir daheim gewesen. Wir waren zur Zeit da. Ich habe die SMS bekommen. Ja, heute zwischen 14.30 und 16.30 soll das Paket kommen. Und dann stille. Um 18 Uhr habe ich ins Tracking geschaut, ja, das wird zu einem Paketjob zugestellt. Entschuldigung, wir waren daheim, aber egal. Also nichts mit dem Paket, zumindest im ersten Schritt nicht. Also habe ich das verfolgt, ich habe reingeschaut, ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Nicht per Mail, nicht per SMS. Ich habe sogar äh, die, meine E-Mail in die. In das System eingetragen, dass ich eine Benachrichtigung kriege, haben nichts gekriegt. Dann irgendwann am Abend stand, konnte nicht zugestellt werden. Und wir haben wir gedacht, ja, das war sie, das habe ich schon, hab's schon versucht. Nein, das konnte nicht in der Abholbox zugestellt werden. Wahrscheinlich war kein Platz. Oder hat ja, die Abholbox nicht aufkriegt. ihr weiß es nicht. Naja, also. Die, das Paket ist dann wahrscheinlich wieder ins Lager zurückgegangen. Keine Ahnung, was da passiert. Und heute heute das gleiche Spiel. Und ich hätte mir eigentlich erhofft, jetzt, jetzt haben sie das Paket schon, haben schon einen zweiten Zustell versucht, jetzt könntest du noch einmal vorbeifahren. Könntest du mir das versuchen. Na, geht direkt an die Box. Aber diesmal haben sie es geschafft. Sie haben es in die Abholbox gebracht. Keine Benachrichtigung. Wir haben nichts davon erfahren. Ich habe dann in der im... Immer wieder in der Webseite geschaut, irgendwann stand da, ja, es ist in der tamburi box so und so, in, an der Adresse, anderthalb Kilometer von mir entfernt. Das ist ein 4,4 Kilo Paket. Das ist heißt auch lustig. Bitte danke. Jetzt habe ich einmal diese dumme Box suchen müssen, weil natürlich weiß ich nicht, wo jede tamburi box in diesem scheiß Kretzel da steht. Naja, habe ich die mal gesucht, bin rumgerannt, habe sie gefunden, bin sehr stolz auf mich. Unbagbar stolz auf mich, dass ich diese dumme Tambure-Box gefunden habe. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich keinen Code bekommen. Also erstmal versuchen, geht das mit der Sendungsnummer? Nein. Okay, jetzt einmal bei UPS anrufen. Da muss man sich einmal durch ein automatisiertes System durchkämpfen. Ich glaube, man kann am Anfang Mitarbeiter sagen. Und dann kommt man zu einem Mitarbeiter. Ich kann das nur empfehlen, weil sonst muss man. Erstes Menü, da muss man sagen: Ja, ich, 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 keines davon trifft auf mich zu. Dann kommt man ins zweite Menü. Ja, ich möchte weitere Anliegen zu einer Sendung. Dann muss man die Sendungsnummer vorlesen. Man hat natürlich nur ein Handy, das heißt, man muss das Handy rausnehmen. Das hat Gott sei Dank funktioniert, dass die meine Sendungsnummer erkannt haben, weil diese Text-, Voice-to-Text-Interfaces sind ja unglaublicher Dreck oft. Also, Sendungsnummer aus der E-Mail vorlesen. Das ist ein 20-Zeichen-Ding. Das Macht natürlich Urspaß auf einem kleinen Handy die, die Sendungsnummer vorlesen, während man versucht, noch deutlich zu sprechen. Was ja schon so ein Problem ist von mir. Und dann kommt ein ewig, eine ewig lange Erklärung: Da liegt das. Sie haben das, es liegt in dieser Abholbox, es wurde vom Manager übernommen. Das ist eine fucking Box, wer ist da der Manager? Naja, und dann am Ende kommt, wollen Sie die Information nochmal hören? Haben Sie weitere Pakete zu äh, Fragen zu anderen Paketen? Oder wollen Sie mit einem Mitarbeiter reden? Dann sagen Sie Mitarbeiter. Und ich habe endlich Mitarbeiter sagen können. Ich habe endlich einen Mitarbeiter gefunden. Ich war begeistert. Meine Begeisterung war unermesslich, als ich dann endlich mit einem Menschen habe reden können, nach circa 10 Minuten weil durch dieses System navigieren ist natürlich zeitaufwendig, was natürlich das Ziel ist. Sie wollen ja nicht, dass sie Mitarbeiterkosten zahlen müssen. Also die Mitarbeiterperson hat mich mir dann gesagt, ja bitte liest mir die Sendungsnummer vor, wieder schauen und dann haben wir versprochen zweimal, ziemlich ziemlich zart. war eh ganz lieb die, die, die Person und dann war ja, das ist in der Turburi-Box angekommen habe ich gesehen. Danke. Ja, das müssen Sie abholen innerhalb einer Woche. Das würde ich wirklich gerne tun, ich habe nur keinen Code. Aha. Lassen Sie mich schauen. Ja, und dann ja, ich leite es an der richtige Abteilung weiter und Sie bekommen innerhalb von 24 Stunden einen Code. Ich meine, wie schwierig kann es sein? Ich okay. Was mich an dem Ganzen stört, warum ich hier jetzt seit 20 Minuten rede, ist, das ist ein riesiger Konzern, der weltweit operiert. Der macht weltweit, den gibt es überall, dieses UPS. Und die schaffen es nicht, ein System zu bauen, wo ich als Kunde einen Code bekomme. Die haben eine SMS. Die haben mir SMS geschickt, die haben mir drei SMS geschickt. Die haben es nicht geschafft, mir einen Code zu schicken, dass ich dieses dumme Paket abholen kann. Das muss ja das muss ein automatisierter Prozess sein, das kann es ja nicht sein. Die müssen da im Hintergrund einen Service haben, das sagt: Okay, dieses Ding wurde in eine Abholbox geliefert. Das kann ja nicht ein Problem sein, dass nur Österreicher haben. Das muss ja überall sein, dass es Abholboxen gibt, die mit einem Code funktionieren. Also, und das ist, das ist ein gelöstes Problem, weil die DPD schaffen das. Bei der DPD sitzt ja auch nicht irgendein Mitarbeiter dahinter und tippt ab jeden, jeden Code. Mein Angry Rant über Zustelldienste und Zustelldienstleister. Hochliebe die Post. Da zahle ich gerne mehr, dass ich meine Pakete tatsächlich kriege. Danke, dass ihr euch das angehört habt und ich hoffe, man sieht sich wieder. Pfiat